So, dann kommen wir jetzt zu dem ersten Plenum. Wir haben jetzt gut eine Stunde Zeit, mal über das, was wir gehört haben, zu diskutieren. Ich werde auch noch mal ein paar Punkte anregen. Wir haben eine Überschrift, also dieses Plenums lautet also: Benötigt die Astrologie einen transzendenten Konsens? Ein transzendentes Konzept. Ich denke, mit der Diskussion, wo wir uns ein bisschen abgebrochen haben, Karma, haben wir ja schon also einen Punkt. Und vielleicht können wir die ruhig jetzt mal wieder aufnehmen und dort nochmal von dort an dieses Thema einfach nochmal weiterspinnen. Wie sieht es aus mit dem transzendenten Konzept? Ist es nötig, um Astrologie zu verstehen? Wie sieht das aus für die Interpretation und für die Deutung, die ich dann auch anhand des Geburtshoroskopes vornehme? Ja, ich frage einfach mal, was ist hier dann so die Meinung? Bitte schön. Also ich stelle ja einfach so diesen Spruch in den Raum. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist ja im Grunde genommen ein transzendentes Konzept für die Astrologie. Also, ich finde das jetzt ein bisschen schwierig, weil es kam ja schon auf die Frage, kann man zum Beispiel diese alten indischen, platonischen, griechischen, persischen und unser christliches und unsere, wenn kann man das überhaupt so alles nebeneinander stellen und so weiter. So, und ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber ich sag mal, für mich gibt es gar nicht die Astrologie. So wie es auch nicht die Medizin gibt, sondern eigentlich alles, was man unternimmt, ob man jetzt als Mediziner oder Astrologe oder Psychologe oder sonst wie arbeitet, ist doch letztendlich sehr stark von dem abhängig, was das persönliche Menschenbild von einem selber ist. Und das persönliche, auch von mir aus religiöse Menschenbild. Und zum Beispiel, wir sind jetzt, wir leben jetzt hier, was über Jahrhunderte von einem christlichen Religionsverständnis geprägt ist. Und von daher ist das auch logisch, dass jetzt Bilder, ich sag mal Bilder, die jetzt aus dem Testament oder aus der Bibel kommen, für uns näher stehen als das, was in den Upanishaden steht. Trotzdem kann ja jeder, der sich dafür sehr interessiert und das erforscht, auf sich diesen Upanishaden nähern. So. Und jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, der gerade hier im Westen zu sehr großem Fatalismus geführt hat, der, dass die Institutionen, ich sage jetzt bewusst die Institutionen, Kirchen, auf ein Gewissen haben, nämlich indem sie den Geist des Menschen abgeschafft haben. Da gab es mal ein Konzil, ich weiß nicht, ob das noch was, ja. Und da wurde eben gesagt, der Mensch, der hat zwar eine Seele, aber der hat keinen Geist. Der Geist ist einzig allein vorbehalten irgendwo einem fernen Gott. Ja. Und das schließt dann zum Beispiel aus, die persönliche Schaffung eines neuen Karmas. Weil letzten Endes das bedeutet, ich habe als Mensch keine Schöpferkraft, sondern ich bin tatsächlich nur dem göttlichen Willen unterlegen. Und dann hat man dazu noch, sag ich mal, Moralvorschriften gemacht, die rein aus dem menschlichen Schaffen und aus dem Subjektiven. Und von daher ist das hier in unserem Kulturkreis
auch ein bisschen verloren gegangen, diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit, ich sag mal, schöpferisch zu werden und dadurch tatsächlich auch Karma oder Schicksal zu verändern oder daran mitzuwirken. Mhm. Ja. Auch bei Luther kommt das zum Ausdruck, wo er letztendlich sagt, am Ende ist es vorbestimmt, ob ich zu den Seligen gehöre oder nicht, egal was ich tue oder mache oder so, zum Beispiel. Und ja, so. Und für mich persönlich würde das was etwas sehr Trostloses sein. Ja, das kann ich eigentlich so nicht stehen lassen. Also dazu war jetzt hier und dann die Zuhörer noch mal. Also da würde ich da mal was zu sagen. Also da wurde nicht abgeschafft, dass der Mensch keinen Geist hat, sondern umgekehrt. Es wurde gesagt, der Mensch hat keine Seele, aber er hat Geist, er hat Vernunft. Und die Seele wurde so verstanden als eben das Prinzip, das überlebt, wenn der Körper stirbt, dass ich sozusagen an die Welt binden kann oder sozusagen auch neigen kann zu den wirklichen Leben. Ja, das wurde nicht, also das glaube ich bei Thomas von Aquinas zum Beispiel, das ist ja ein ganz guter Kirchenvertreter, Spiritologe, der sich auch mit der Astrologie übrigens auseinandergesetzt hat und gesagt hat, der Mensch gerade, je mehr er seine Vernunft gebraucht, seinen Geist gebraucht, desto eher ist er in der Lage, gerade diese Bindung an die Gestirne auch abzulegen. Ja, desto weniger ist er sozusagen in die Welt verstrickt und in diese Dinge, die dann letzten Endes im Horoskop auch sichtbar sind. Das stimmt schon, nur möchte ich den Begriff Geist nicht mit dem der Vernunft. Die Vernunft ist auch etwas typisch Menschliches, was auch niemandem abgesprochen ist, aber der Geist ist etwas, was noch über die Vernunft für mich drüber hinausgeht. Naja, das geht alles auf den Klischen auf Blues zurück. Ja. Und der ist Geist. Ja, der ist Geist. Auch in diesem Sinne. Auch in diesem Sinne. Meins, ne? Vernunft und Geist. Ja, aber so ist das eben von diesen Kirchlichen nicht mehr so so genannt. Also da bin ich ganz sicher. Also das kann ich so, die menschliche Vernunft, das ist etwas, das bezieht sich auf dieses irdische Leben. Ja? Während der Geist etwas ist, was auch noch existiert, wenn dieser menschliche Körper abgelegt ist. Also, ja, da gibt es noch die Unterscheidung Verstand und Vernunft. Ja, Verstand ist sozusagen das, was auf die Welt bezogen ist. Die Vernunft, das Höhere. Ja, ich wollte jetzt grundsätzlich zum Thema, also braucht die Astrologie ein transzendentes Konzept, das finde ich schwierig. Ich meine, die Astrologie ist aus einem transzendenten Konzept heraus entstanden, aber dann ist sie zu einem Instrumentarium geworden. Und das in verschiedenen Konzepten ja auch funktioniert, sie hat ja funktioniert im Christentum, sie funktioniert auch in den Veden. Und wer soll jetzt entscheiden, welches transzendente Konzept diesem Instrumentarium zugeordnet werden soll? Also ich meine, es darf zu verschiedenen Konzepten zugeordnet werden, aber ich finde es schwierig zu sagen, die Astrologie braucht dieses Konzept, das können wir nicht bestimmen. Also das kann jeder selbst irgendwie entscheiden, okay, in welchem Konzept er sie einsetzen möchte. Okay. Also ich weiß nicht, ob du das so verstanden hast aus dem Vortrag von mir. Das war jedenfalls nicht intendiert. Das ging nicht um deinen Vortrag, okay. Das ging um die Frage. Ach so. Ich dachte, das sei das Thema. Okay, ja. Das ist jetzt so die Frage. Nee, hatte nichts mit deinem Vortrag zu tun. Mal wieder nochmal die Frage in Frage gestellt. Die Frage, die du gestellt hast, habe ich jetzt antworten. Es gibt ja eine, dazu zähle ich mich auch, ja, viele, eine Strömung, kann es immer gegeben, würde ich sagen, die davon ausgeht, dass alle Religionen, alle religiöse oder spirituelle Konzepte und Weltbilder im Kern, im Endeffekt, ja, Ausprägungen sind derselben Erkenntnisse.
Ja? Also ich mache es gerne in einem astrologischen Bild. Es gibt sozusagen die Sonne als die Wahrheit und es gibt den Mond, der diese Sonne spiegelt. Und tausend Formen entstehen daraus. Es gibt tausend Religionen, aber sie kreisen alle um selbe Erkenntnisse und Erfahrungen, die Menschen machen. Aber das würde transzendente Erfahrungen, die Menschen machen. Dass wir als Astrologen ein eigenes synkretistisches Konzept über das Instrumentarium rüberbauen würden. Also das wäre dann was Neues, sozusagen. Wenn die Astrologie eben auch im Christentum funktioniert und im Buddhismus und in den Veden, das, was du vorschlägst, wäre eine Art neues Konzept, das vieles zusammenfasst. Nee, was ich meine ist, dass ich jede dieser Religionen nehmen kann und sie nutzen kann zum Verständnis. Oder die eine Religion nehmen kann, ich nutze gerne die Upanishaden zum Verständnis der Bibel oder umgekehrt. Ja, aber da entsteht was Neues. Jetzt mal alle Händchen da. Also, für mich ist, also die Frage war ja, benötigt Astrologie ein transzendentes Konzept? Und so wie ich Transzendenz verstehe, ist für mich die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten. Weil wenn jemand zu mir sagt, du bist doch eine kluge Naturwissenschaftlerin, wieso glaubst du denn an so einen Quatsch, dass die Sterne da oben oder die Planeten, was soll denn da sein, sollen die was bewirken, glaubst du an Strahlen? Also ich werde ja wirklich sagen, es wird an meinen Verstand appelliert, wie kannst du denn dich mit Astrologie beschäftigen, wenn du doch ein kluger Mensch sein willst. So, und dann ist die Frage, offensichtlich kann ich ja mit akademischer Klugheit diese Frage nicht beantworten. Denn das entfällt, das entzieht sich dem. Wenn ich aber ein Konzept habe, was für mich im Transzendent ist, zu sagen, ja, ich bin doch Teil des Kosmos. Und in dem Moment, wo ich dieses wunderschöne griechische Wort Kosmos benutze, impliziere ich ja, ich lebe in einer großen Ordnung, ich lebe in einer schönen Ordnung, ich bin Teil dieser Ordnung, ich kann niemals aus ihr herausfallen. Da bin ich mitten in quasi Religio-Themen, in spirituellen Themen, da bin ich in einem transzendenten Bereich. Und da kann ich zehnmal sagen, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts. Aber der Spirit, wo immer er herkommt, er lebt doch irgendwie doch auch vielleicht sogar in mir. Also das ist für mich pure Transzendenz. Und das heißt also, wenn ich sage, mein Konzept für Astrologie, warum die funktioniert, ist eben dieser Gedanke, dass es eine Entsprechung gibt zwischen oben und unten, zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, zwischen den planetaren Konstellationen und meinem irdischen Leben, dann bin ich mitten in diese transzendenten Gedanken drin. Ja, schön. Ja, ich wollte es aber das auch nochmal aufgreifen. Natürlich finde ich auch, braucht die Astrologie sie es nicht für die Praxis. Sie braucht kein transzendentes Konzept für die Praxis. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte wissen, wie es mit meiner Partnerschaft aussieht, dann verstehe ich die Symbole, so wie ich es aus dem Buch gelernt habe, da brauche ich kein transzendentes Konzept. Aber die Grundlagen der Astrologie, was du jetzt auch gesagt hast, diese Beziehung zwischen Kosmos und Mensch, die ja naturwissenschaftlich überhaupt so nicht erklärbar ist, die unterstellt ja von vornherein ein transzendentes Konzept. Ja, das finde ich, muss man unterscheiden. Macht man das nicht mal praktisch aus, und dann gibt es natürlich Verbindungen. Kann man sagen, also, das Horoskop ist eben im Sinne der karmischen Astrologie wäre wären Startbedingungen. Ja, das spiegelt die Startbedingungen für ein Lebensprogramm gewissermaßen, was karmisch verstanden irgendwie abgearbeitet werden muss. Dann wäre das natürlich auch ein transzendentes Konzept, aber es ist nicht nötig. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe mich auch zu Anfang an dieser Frage, als du sie vorgelesen hast, gedacht, ja. Wie geht das denn? Also Transzendenz und Konzept sind für mich auch zwei unterschiedliche Schuhe. So vom ersten Empfinden. Ja, also ich habe auch, als du den Spruch gesagt hast, kam bei mir gleich der Spruch, wenn du einen Plan oder wenn du Gott lachen hören möchtest, mache einen Plan oder ein Konzept. Ja, so könnte man ja auch dann so, okay, hoffentlich lache ich dann auch mit, ja, wenn mein Konzept über den Jordan geht. Ich glaube, das, was du gesagt hast, das hat mich jetzt gerade berührt. Es ist für die Praxis, ist alles möglich. Also es gibt ja Astrologen, die gucken nach dem Ort, wie wir heute gesehen haben. Andere Astrologen gucken nur auf den Mondknoten oder haben so ihre Spezialitäten. Und dann gibt es Astrologen, die ganz spirituell arbeiten und gar nichts Alltägliches mehr hineininterpretieren. Und
Und ich finde, das gehört alles dazu. Ich, also, und dann zu sagen, ich möchte das wissenschaftlich begründen können, wir sind ja eigentlich auch schon in der Jetztzeit auf dem Weg, dass die Wissenschaft sich der Spiritualität wieder annähert. Also dass wir im Grunde genommen die spirituellen Konzepte wissenschaftlich jetzt langsam belegt bekommen. Und insofern ist es vielleicht nur noch in unserem Kopf getrennt, aber man braucht die Fragen vielleicht gar nicht stellen, weil eigentlich alles eins ist. Jedes Konzept, was wir haben, ist göttlich. Es gibt ja nichts, für mich nichts außerhalb von Gott. Also deswegen hat mich diese Frage eben, wie soll ich die jetzt beantworten, weil es ist alles in allem enthalten. Also ich dieses Wort Konzept ist ja ein ganz typisch akademischer Begriff. Ja, ja. Also man will sich ja raushalten, man will sich raushalten und sagen, wir entscheiden nicht, ob es Transzendenz gibt oder ob das nur sozusagen eine Konstruktion ist, deswegen sagen wir dazu Konzept. Ja, soll ich auch ein bisschen provozieren, ne? Da hinten da jetzt die Leute kennen. Zeitqualität ist ja für uns Astrologen eine Erfahrungstatsache, auf der das ganze Leben beruht. Wir können das ja jederzeit mit einem Kosmogramm, das wir ziehen, abrufen und feststellen. Und dann die Korrelation in den Häusern und in unserem Leben dann verifizieren. So, das ist ja unsere Basis. Und um auf deine Anfangsfrage nochmal zu kommen, wir können die Zeitqualität auch Gott nennen. Worum, wie man. Bleibt jedem überlassen, wie er das bezeichnet. Aber Fakt ist, dass die Zeitqualität aus den vier Elementen, so sehe ich das, besteht, die auf allen Ebenen des Kosmos regieren und sich oft von oben bis in unser Leben hinein dann niederschlagen. Und diese vier Elemente, eben diese drei Dynamiken, die wir kennen, aufgesplittet, das ist eben unser Ball, das sind die 12 Prinzipien. Für mich. Ja. Okay. Jetzt war ich nochmal. Ja, also ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Ihren Einwand. Für diese Alltagsfragen brauchen wir eigentlich keine Astrologie mit einem transzendenten Konzept. Da würde ich sagen, das kommt darauf an, wie ich mit diesen Alltagsfragen umgehe. Also auch da kann ich ja schon, wenn ich danach frage, wo der Sinn ist, also wenn es eine Sinnfrage gibt, dann würde ich auch diese Alltagsfragen möglicherweise anders beantworten, als wenn ich das nicht tue. Also auch da stellt sich im Grunde die Frage, also wie mache ich es mit einem transzendenten Konzept oder wie ohne? Ja, das war so mein Okay. Ja, wir sprechen. Ich höre immer wieder so eine Art Trennung. Das eine ist das Naturwissenschaftliche und Wissenschaftliche und das andere ist irgendwie transzendent. Und das können wir nicht richtig benennen, nicht richtig fassen, so scheint es. Und auf jeden Fall höre ich immer so eine Trennung. Und ich, da wehre ich mich dagegen. Ja, da wehrt sich ziemlich alles in mir, also diese Trennung vorzunehmen. Zunächst mal. Liegt das vielleicht an unserem heutigen Naturwissenschaftlichen. Ich denke, wenn wir Natur im weitesten Sinne nehmen, wäre das vielleicht kein Widerspruch. Aber wie die heutigen Naturwissenschaftler, die an den Universitäten Naturwissenschaften mit beweisfähig und. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt zumindest. Also zunächst mal das sind ja nicht Dinge, die einfach nur intuitiv und irgendwie gefühlt wurden. Es sind ja auch Dinge, die durchdacht sind, die geistig und mit Vernunft und Verstand auch abgeleitet sind. Also wir sprechen nicht von Dingen, die einfach nur so irgendwo völlig im Nebulösen sind oder nicht greifbar sind, sondern Dinge, die wir durchaus begreifen können, begriffen worden sind und ein alter, ich sag mal, Wissenschaftler hätte nie so eine Trennung. Ne? Der war genauso Wissenschaftler wie der Wissenschaftler heute. Der Alchemist in der Mitte. Ja, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich denke, wir haben es ja zu tun mit Dingen, der Astrologie ist nur ein Beispiel, aber es gibt noch andere Beispiele. Ich denke an Magie, ich denke an paranormale Phänomene und so weiter und so fort.
Das sind Dinge, die existieren. Also man erzähle mir nichts. Also es gibt so viele Erfahrungen, die Menschen machen, so viele, ich sage mal, natürliche Wunder, die passieren oder Dinge, die unerklärlich sind. Aber sie sind ein Fakt. Und ich denke, wir verschließen einfach die Augen vor Fakten, die da sind, weil wir sie naturwissenschaftlich nicht erklären können. Ja? Und dann sagen wir, das kann eigentlich nicht sein, weil mein Konzept das nicht erklärt. Ich bin sehr zuversichtlich und ich wette, ja, dass wir durchaus naturwissenschaftlich, nicht naturwissenschaftlich, aber wissenschaftlich, solche Dinge erklären können und dahin kommen werden, diese Dinge zu erklären und auch die Astronomie zu erklären. Und die moderne Physik zum Beispiel, Strömungen der modernen Physik sprechen von mehrdimensionaler Welt. Ja. Ich habe das in meinem Vortrag schon angesprochen. Ich denke, das sind, oder wenn man denkt an das Konzept von morphogenetischen Feldern und so weiter und so fort, also das sind Dinge, die immer mehr ins Gespräch kommen, die immer mehr wirklich auch aus der Naturwissenschaft kommen, die ein Potenzial haben, unser wissenschaftliches Verständnis für diese Dinge und auch für die Astronomie letztendlich zu öffnen. Und dann haben wir wahrscheinlich diese Trennung nicht mehr von Transzendenz und Immanenz. Aber das ist eine Zukunftsvision, die wahrscheinlich auch irgendwann mal kommen wird. Das denke ich auch. Ist so. Wobei dieses Transzendenz, das ist ja mit dem Transzendieren, das ist ja auch schon teilweise aufgehoben, ne, mit diesem Begriff des Entgrenzens. Wobei ich aber das noch nicht ganz so über Bord werfen würde, diese Trennung. Denn die kommt ja auch daher, dass man unterscheidet begrifflich sinnlich und übersinnlich. Das heißt, das, was wir mit dem Sinn, die wir jetzt so physisch zur Verfügung haben, aufnehmen, das ist offensichtlich. Wenn man da über Partnerschaft oder jetzt Beruf oder sowas redet, das sind ganz offensichtliche Sachen. Wenn du jetzt aber sagst, also Telepathie ist ein Faktum, dann sofort kann ich die ganze Leibniz-Universität aufschreiben und würde sagen, jetzt zeigt man dieses Faktum der Telepathie. Ja, das kann man eben nicht mit den Sinnen so, mit den Sinnen, die uns physisch zur Verfügung stehen. Ja, also von daher gibt es da schon noch eine deutliche Trennung und es wird noch eine Weile dauern, bis das überholt ist. Okay, jetzt weiter nochmal. Ja, ich wollte sagen, diese Trennung ist ja etwas, was in unserer Zeit ist, die früher gar nicht da war. Und von daher denke ich auch, dass sie irgendwann auch wieder verschwindet. Und wenn wir jetzt von sinnlich und übersinnlich sprechen, dann bin ich auch fest überzeugt, dass der Mensch eine Entwicklung mitmacht, so wie der Einzelmensch vom Baby zum Erwachsenen und zum Reisen, wo sich da ja das Bewusstsein permanent verändert. Ich denke ja, das nicht mehr so, wie ich als Fünfjähriger oder als Zwölfjähriger wahrgenommen habe. Da wäre etwas anderes. Und so ist doch auch die ganze Menschheit in einer Entwicklung gesprochen. Das heißt, für mich ist es klar, dass Menschen vor 300 Jahren, das ist ja gar nicht so lange, aber selbst da, das schon so war, dass viele ganz andere Dinge wahrgenommen haben, die wir nicht mehr wahrnehmen können. Aber dann ist aber die Frage, ist es eine Entwicklung oder ist es eine Wegentwicklung? Denn die Menschen waren ja vor 300 Jahren oder 1000 oder 2000 Jahren nicht dümmer. Ne? Wir haben andere Wahrnehmungen. Überhaupt nicht. Okay, Eduard, du hast jetzt nochmal einen Punkt. Ja, ich habe mich gerade an sinnlich und übersinnlich Test gehabt. Weil sinnlich heißt ja mit den fünf Sinnen wahrnehmbar. Und übersinnlich heißt ja jetzt nicht, wie wir heute übersinnlich benutzen als Wort, irgendwelche Spückenkicker-Sachen oder Telepathie oder woran bestimmte Leute glauben, sondern jenseits der fünf Sinne. Und da ist ja schon die Denkfunktion nicht mehr bei den fünf Sinnen, oder? Also das heißt, die Fähigkeit nachzudenken, die Fähigkeit Fantasien zu entwickeln, wunderbare Literatur zu schreiben, das ist ja schon ein Teil dieser übersinnlichen Fähigkeiten. Und früher hat man ja von Physik und Metaphysik gesprochen, was ich persönlich einen ganz wunderbaren Begriff finde, weil da das Übersinnliche nicht mehr so im Vordergrund steht. Ne? War da hinten noch ja, da war noch eine Wortmeldung. Oder ist es nicht mehr aktuell? Okay, ja. Ich würde das mit der Trennung gerne nochmal aufgreifen, weil ich da ganz deiner Meinung bin. Ich glaube, dass die Trennung, ja. Sie ist eigentlich nicht, aber sie ist ja doch irgendwie. Und ich glaube, dass sie für mich zumindest eine ganz wesentliche Bedeutung hat. Durch die Trennung können wir das erst alles begreifen und erfahren. Und das ist ja vielleicht auch eine ganz wichtige kollektive Erfahrung, die wir da als Menschheit machen.
und uns als Menschheit weiterentwickeln. Das finde ich für mich persönlich im persönlichen Leben, aber auch auf Uni-Kriterien eine wichtige Erfahrung, wenn wir in der Einheit bleiben, ist diese Erfahrung vielleicht sie ist gebraucht und insofern finde ich die Trennung ganz wichtig. Und aus der wissenschaftlichen, also als ich studiert habe, da war das immer so, das hat mir gar nicht, die Bedeutung war mir gar nicht klar, aber wir versuchen immer zu beweisen, dass die Astrologie stimmt oder dass das irgendwie eine Qualität hat. Wissenschaftlich wird eigentlich andersrum gedacht. Wissenschaftlich wird gesagt, da gibt es eine Hypothese oder es gibt ein Konzept und solange es keinen Gegenbeweis gibt, ist es sozusagen anzuerkennen. Das heißt, vielleicht auch als Astrologisch kommt das aus der Mathematik, da haben wir nicht das gleiche Problem, mal zu sagen, also solange ihr das nicht, das Konzept, was wir jetzt aufgebaut haben, hingestellt habt, solange ihr das nicht wegbeweisen könnt, gilt es erstmal als valide. Und das würde dann vielleicht auch diese Erfahrungs-, in der Homöopathie ist es die Erfahrungserkundung, in der Astrologie habe ich heute gehört, ist es immer wieder, wir erfahren ja, dass es stimmt, wir sehen es ja, ne, es bestätigt sich, das heißt, es ist eine Erfahrung, die da gemacht wird, da gibt es sonst einen wissenschaftlichen Gegenbeweis erstmal geben. Frau Weil? Ja, dazu oder auch zu dem übersinnlichen Sinnlichen, du hast völlig recht, dass wenn wir überlegen, was wir in der wie wir in der Astrologie wahrnehmen, ich sage mal wahrnehmen, also was diese Evidenzerlebnis, ne, was wir haben in der Astrologie, wo kommt das her? Dann ist es ja etwas, was wir wahrnehmen mit unserem Geist, mit dem Denken. Wir können es nicht sinnlich wahrnehmen. Deswegen ist es auch, oder es ist eines der Quellen der Schwierigkeit, Astrologie messbar zu machen, weil das, was wir als evident erkennen, ist eine Analogie. Und eine Analogie können wir nur denken. Eine Analogie können wir nicht messen. Wir können sie nicht. Ja? Das ist nicht etwas, was wir messen können. Wir können sie denken. Ja? Aber da ist es evident, dass das eine analog dem anderen ist. Ja? Damit arbeiten wir. Das ist unser Evidenzerlebnis, dass es diese Analogie gibt. Ja, aber da ist ja sozusagen ein Teil des Analogons, ist ja das, was wir empirisch erfahren. Das sind ja Ereignisse, ne? Ja. Die wir dann sozusagen analog zu einem gedachten Analogon sehen. Ne? Also da ist schon eine empirische Prüfung drin, ne? die Wissenschaft verlangt. Und deswegen ist das schon, ich meine, das ist jetzt Poppers besonderes wissenschaftstheoretisches Konzept, das ist ja nicht für alle gültig. Da gibt es ja noch andere. Aber man kann es ja mal benutzen. Wir fühlen uns ja immer in dieser Verteidigungshaltung. Ja, nee, das ist richtig. Ist auch guter. Aber ich bin guter Weil wenn wir sagen, also bei Steam die Konstellation, da sagen wir ja nicht, aus der Konstellation ergibt sich genau dieses Ereignis. Es ergibt sich dieses Ereignis oder ein analoges Ereignis. Ja. Und das ist etwas, wo dann wird es schwierig, das festzumachen oder das zu messen. Ja. Weil wer entscheidet, dass das eine Ereignis auf eine Möglichkeit ist, genauso wie das Ereignis B oder das Ereignis C. Alle drei Ereignisse sind, da sie analog sind. Ja, und deswegen ist das, stimmt es noch nicht ganz überein mit diesem Konzept, denn diese Hypothese, das ist ja sozusagen die Fortsetzung, die muss sich sozusagen in singulären Sätzen erstmal formuliert in der Praxis bewähren. Das heißt, ich brauche die empirische Prüfung, damit die Hypothese als wissenschaftlich anerkannt ist. Und dann ist eben die Frage, wenn das nur gedacht ist, dann ist es eben keine Wissenschaft. Ja, da geht ja noch mehr rein. Also ich empfinde, dass da noch viel mehr reingeht in dieses analoge Denken. Da kommt ja dann sozusagen unsere Schöpferkraft mit dazu. Da sind wir dann bei der Quantenphysik, das hattest du eben angesprochen, ne? Was ich beobachte. Und in dem Moment, wo ich gleich mein Horoskop angucke, wo ich mit dem Astrologen ins Gespräch gehe, wo ich sozusagen in meine Selbstbeobachtung gehe, dann formiere ich sozusagen schon auch das Ereignis mit, also ich schätze das dann ja auch. Dann hole ich es runter, aus meiner Sicht, aus dem Quantenfeld, und dann habe ich ein analoges Ereignis, aber ich bin mit drin. Der Beobachter wird ja heute gar nicht mehr vom Beobachteten getrennt. Okay, jetzt drehen wir sich mal weiter. Ich tue mich jetzt auch schon mit den Evidenzerlebnissen, das Unterdenken zusammenzufassen, habe ich das so unter Verstand ist davon der Denken. Mit Denken meine ich, mit dem Geist wahrnehmen.
Ja, ich meine nicht logisch denken oder ablesen. Also fällt ja dann auch sowas wie Intuition. Die Idee begreifen. Ja gut, aber ja, also ich habe das vielmehr, also Intuition, was ich ja jetzt nicht steuern kann. Also denken kann ich ein Stück steuern, ich bewege mich bewusst auf was zu, während Intuition, finde ich, kommt oder kommt nicht. Oder Inspiration. Und da finde ich eigentlich, also ich würde zumindest von mir sagen, meine astrologischen Evidenzerlebnisse habe ich viel mehr unter dem Begriff Intuition als unter irgendwo geistigen, zielgerichteten, ja, was du als Denken oder was. Aber du würdest es nicht mit den fünf Sinnen greifen können. Es ist jenseits der fünf Sinne. Das auf jeden Fall, ja, das ist klar. Aber trotzdem ist nochmal was anderes jetzt nachdem. Und ich wollte auch nochmal kurz zu dieser Geschichte mit Trennung oder Nicht-Trennung. Ich bin da auch ganz der Meinung, ich finde diese Trennung überhaupt nicht schlimm, jetzt so zwischen Astrologie und unserem Konzept auch von Wahrnehmung und das, was unter Naturwissenschaft läuft. Also im Gegenteil, also ich würde eher sogar denken, ich hätte. Wäre mir verdächtig, wenn die Wissenschaft, also das, was heute unter Wissenschaftler und Universitäten läuft, wenn die, aber das ist ja nun mal das absolute Mainstream und die anderen, das sind wahrscheinlich 0, irgendwas Prozent, wenn die jetzt plötzlich die Astrologie begrüßen würden, wenn Leute, die ich unterschätze, wie Harald Esch oder so, also jetzt in ihrem Fachbereich, aber die unter einer Astrologie keine Heiles nahen lassen, das finde ich, also es stört mich jetzt. Irgendwo in keiner Weise. Und ich meine, vor allem, wenn wir sagen, wir leben ja in der polaren Welt und da gibt es eben die Polarität und da kann ich mit dieser Trennung wunderbar umgehen und er hätte auch gar nicht den Anspruch, dass wir da irgendwie zusammenkommen müssen, von der Wissenschaft anerkannt werden müssen oder und so weiter, sondern ich habe das so ein bisschen bei dir verstanden, dass du so den Traum hast, irgendwann werden wir auch wieder sozusagen integriert, wie das kam mir so, oder vielleicht habe ich nicht so. Okay, es ist ein notwendiger Prozess, der einfach stattfindet. Was in den Naturwissenschaften, dass gerade in der Physik einfach Entwicklungen da sind, die also über das mechanische Weltbild hinausgehen, was in der Vergangenheit in den letzten 200 Jahren so dominiert war. Ja. Okay, jetzt hier. Noch. Genau darauf wollte ich auch Bezug nehmen, weil das mit dem Evidenzerlebnis, das ist ja auch möglich auf, wie du gesagt hast, auf verschiedenen Ebenen. Also ich kann ja sogar in der sinnlich wahrnehmbaren Realität ein Evidenzerlebnis haben, zu einem bestimmten Aspekt zum Beispiel oder einem Transit. Ich kann das aber auch auf einer psychischen Ebene haben oder auf einer mentalen Ebene oder ganz unterschiedlich kann eine bestimmte Konstellation zum Ausdruck gebracht werden. Und das ist ja eins, was es so schwierig macht, weil wenn man das messen will, dann kommt eben nicht immer das Gleiche raus. Und genau die Quantenphysik gibt uns ja eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, der Beobachter spielt halt eine Rolle. Also wie ich eine bestimmte Konstellation, eine bestimmte Energie lebe oder zum Ausdruck bringe, das entscheidet jemand, der beobachtet und dessen Bewusstsein auch, der das beobachtet. Also ja, und das kann man ja weiterführen. Also auch das Prinzip der Analogie gibt es in der Physik, in der Quantenphysik. Ne? Das ist ja längst da. Meine und auch in Möglichkeit. Geschichte mit dem Möglichkeitsraum. Also das ist ja das heißt, ist im Grunde dieses. Ne? Eben, das sind doch die Dinge, wo ich meine, da bin ich zuversichtlich. Also ich unterstelle mal der Wissenschaft, auch den Wissenschaftlern, unterstelle ich, dass sie letztendlich motiviert sind von einer Suche nach Erkenntnis. Ja. Und ich meine nicht, dass wir in diesem Sinne geht diese Erkenntnissuche geht weiter und die wird unweigerlich Dinge, die existieren, ja, auch die wir nicht erklären können oder noch nicht erklären können, irgendwie auch zu begreifen suchen. Da glaube ich, dass die Wissenschaft natürlich mit anderen Methoden, wahrscheinlich sind die Methoden der Erkenntnisfindung anders als die in der Naturwissenschaft gelten. Das ist ja auch jetzt schon so. Ich meine, in vielen Geschichtswissenschaften, das spielen hermeneutische Dinge eine Rolle und solche Sachen, ja, oder Literaturwissenschaft und so, das nennen wir ja auch Wissenschaft. Also ich denke, wenn wir von Wissenschaft sprechen, sollten wir diesen Begriff einfach ausdehnen und nicht reduzieren auf Naturwissenschaft. Und da
bin ich sicher, dass die Wissenschaft insgesamt mehr und mehr diese Phänomene, also astrologische Phänomene, erklären wird. Dann war hier noch eine Frage. Und zwar das Wort Erkenntnisfindung. Ja, dieser Begriff, der basiert meines Erachtens nach, wie ich ihn jetzt bei dir verstanden habe, darauf, dass es der Mensch ist, der Geist des Menschen, der Erkenntnis findet. Ja. Aber ist es das? Gibt es darüber nichts anderes, außer dem Mensch? Sind wir tatsächlich so geozentriert, wie wir es im Radix versuchen zu erkennen? Ja? Also gibt es, soll es tatsächlich nicht mehr geben als dieses Wir und alles Wir, wir tun, wir handeln, alles dreht sich nur um uns? Das kann es doch nicht sein. Das muss es ja auch gar nicht sein. Also gerade im indischen Kontext, weil er hier angesprochen worden ist, aber auch in der westlichen Tradition, ist ja Erkenntnis nicht einfach nur, ich grabe nach dem und habe dann den Goldschatz gefunden irgendwann. Sondern da geht es auch darum, Erkenntnis heißt auch dann irgendwann eine bestimmte Offenheit zu finden, die Dinge zu lassen und sozusagen auf mich zukommen zu lassen. Das ist erkenntnistheoretisch längst über Heidegger formuliert, in der Phänomenologie so formuliert. Man muss die Dinge sprechen lassen, das ist Erkenntnis. Ja? Mhm. Die Dinge sprechen lassen, oder man kann auch Gott sprechen lassen. Ja, Gott sprechen lassen. Ja, und das diese ja? Definition, ja. Also ich habe jetzt hier zweimal aufgenommen, dass Gott als das Ewige, das Gleichzeitige definiert wird, dass Zeitqualität Gott sein soll. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, das finde ich alles ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Ja, das habe ich nicht gesagt. Also ich weiß es nicht, wenn man jetzt wirklich mal bedenkt, wie alt, wie klug und wie großartig die Astrologie ist und wie wahr sie funktioniert, ja, dass das alles menschengemacht sein soll. Also ich muss ehrlich sagen, da kann ich nicht mit. Also da muss jemand sein, der das irgendwie auch in den Geist, also der dem Mensch den Geist dieser Erkenntnis, so könnte man es vielleicht sagen, gegeben hat. Ja? Also das würde mir gut gefallen. Ich meine, es ist sicher eine Gefahr, was Sie ansprechen, für die Astrologie und für alle möglichen Techniken auch, dass man irgendwann größenwahnsinnig wird, dass der Mensch sich überschätzt, was er alles im Griff hat. Ja. Das mag eine Gefahr sein, aber das heißt ja nicht, dass man die Dinge nicht auch angeht und versucht zu erkennen, ja, und die Dinge eben sprechen zu lassen, in aller Bescheidenheit. Ja. Okay, danke. Ja, da fällt mir das wunderbare Gedicht ein von, wie heißt er noch, der Franzose? Pierre Renard. Bitte? Pierre Renard. So ähnlich heißt der Pierre. Ja, ich komme gleich drauf. Nun, da der Abend unser Aug umflort, betrachte ich Zukunft durch die Stirne, durch die uns Gott in Lettern gut zu deuten, der Sterne, Schrift und so, ich krieg's jetzt gerade nicht. Sehr cool, bloß und Schicksal. Denn wer aus Himmelshöhe den Menschen schaut, weist ihm aus Mitleid oft den rechten Pfad in seiner Sternenschrift ans Firmament. Doch wir im Staube haftend, Sünden schwer, erkennen solche, verachten solche Schrift und sehen sie nicht. Ne? Also kann man nachlesen, wird immer Shakespeare zugeschrieben, ist aber in Wirklichkeit ein Franzose. Also ich will damit sagen, wir haben durchaus diese Vorstellung, dass es jenseits dessen ein göttliches Prinzip gibt, wie immer wir es nennen wollen. Zeitmessung, Zeitqualität messen ist ja nicht Gott, sondern das ist unser Bild, dass es sowas gibt wie eine kosmische Uhr, an der wir ablesen können, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Also finde ich ein wunderschönes Bild. Aber wer diese Uhr an den Himmel gesetzt hat, darüber haben wir dann noch kein Wort verloren. Ja, genau. Und deswegen darf dann jeder sich da rein wieder denken. Ne? Aber ist nicht jedes Konzept, was erdacht wird, wirklich? Ich meine, es läuft ja nur durch uns. Es wird doch immer irgendwo gegeben. Wenn du das davon. Ja, es gibt ja auch Leute, die das anders sehen. Ja, jetzt mal provokativ gesagt. Ja. Ich meine, wenn man sich natürlich selber zuschreibt, dann wächst das Ego. Aber muss es eine Ausgrenzung geben? Ist nicht alles, was hier existiert, innerhalb von Gott? Also, die Frage ist: also, das gut verstehen, dass ich. Diese Frage musst du immer beantworten, wenn du gerade jemanden zu Grabe getragen hast, zum Beispiel dein eigenes Kind. Also, verstehst du, ich habe gerade einen Film gesehen mit Martin Luther, der ja gerade 70 wird, ne? Und so, dessen Leben ja auch tragische Seiten hatte, der gesagt hat, ich würde so gerne glauben, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ne? Und da hätte mal einen Priester gefragt und der hätte gesagt, ich tue so, als glaubte ich. Und manchmal hilft das. Ne? Also, deswegen ist es nicht so einfach, nur weil du jetzt sozusagen gerade so fest im Glauben bist, nee, ich glaube, das nicht bei jedem. Auch dass das nicht außerhalb von Gott ist, das auch.
auch diese Blockade oder das, was wir als negativ oder bezeichnen, dass auch das nicht außerhalb von uns steht. Möge das so sein. Ja, alle Definitionen von Gott sind immer in den Sinn. Ja. So, dass sie allumfassend, das ist was Allumfassendes ist. Also es kann nichts außerhalb geben von Gott. Das ist ja eben, dass Gott etwas ist, was wir gar nicht mehr denken können. Das ist jenseits völliger Begrifflichkeit. Weil das, was alles ist, was alle Gegensätze auf der Welt gibt, ist in unserem Denken, was natürlich Gegensätze braucht und Polaritäten braucht und Vergleiche braucht, wie immer jenseits aller Begrifflichkeit. Und was ne? Du sollst Gott keinen Namen geben. Ja. Was vorhin gesagt wurde. Ja, zumindest das. Ich sagte gerade, ein begriffener Gott ist kein Gott. Nochmal noch. Ein begriffener Gott ist kein Gott, hat sie gesagt. Ja, genau. Das ist schon gewahrt. Das ist gut. Ich glaube, Fritz Riemann hat auch mal gesagt, neben dem kollektiven Bewusstsein gibt es irgendwie so ein kosmisches Bewusstsein, mit dem wir überhaupt über so die Astrologie und solche Sachen dann auch begreifen. Ja? Dass das nicht irgendwie vielleicht sich entwickelt hat, sondern plötzlich ist es auch so etwas verständlich, dass wir da überhaupt vielleicht noch einen Sinn plötzlich für haben. Deswegen gehört es eigentlich mit dazu. Ja. Oder? Okay. Weitere Beiträge? Noch? Der Dichter heißt übrigens Pierre de Ronsard. Das meinte ich doch. Entschuldigung. Das ist eine schlechte Aussprache. Also der Vorname stimmt auf jeden Fall. Ja, noch ein Beitrag dazu. Nochmal zu dem, wollen wir nochmal den Karma-Begriff aufnehmen? Ich meine, wir hatten ja gesagt, Geburtsbild, das Geburtshoroskop ist das, was wir also hervorfinden, wenn wir ins Leben treten, was also Erbe ist aus einem vielleicht vorhergehenden Leben. Wie wird das hier in der Runde gesehen? Ja? Ich könnte den Begriff Karma auch unabhängig von der Wiedergeburt sehen. Ich könnte den so sehen, bezogen auf unser Genom. Mhm. Unser Genom ist ja das, was wir von den Vorfahren geerbt haben, die auch ihr Leben in dem Genom, das ich übernommen habe, eingebracht haben, das weiß heute die Genetik, dass also auch das Leben der Vorfahren sich allen einpreist in das Genom. Und so auch im Horoskop, wenn da 4, 8, 12, die nicht ein. Ja. Und ich möchte sagen, dass also der Karma-Begriff auf das eigene Leben bezogen werden kann, indem ich sage, dass ich die Ordnung des Kosmos, nämlich Gleichgewicht und Ökonomie, das sind für mich die Grundgesetze des Kosmos, durcheinander bringe, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch meine Geburt und durch mein Leben. Und alles, was ich in diesem Gleichgewicht störe, mit jedem Abzug verändere ich ja meine Umwelt, nicht nur durch meinen Handeln, dass das sozusagen zu einer Schuld wird, also dass ich für, ich nenne es mal insgesamt, mein Leben Verantwortung trage. Das ist für mich nur Karma, also auch unabhängig von der Wiedergeburt. Aber der Gedanke des Karma, so wie dass es Karma wäre, kommt ja, dass ich müsste meine Zeit aus dem Osten zu kommen. Man hat sich dann auch in Griechenland und so weiter auch verbreitet, wahrscheinlich auch in Ägypten möglicherweise. Das impliziert immer auch, dass der Mensch jenseits dieser irdisch-leiblichen Existenz weiter besteht. Hängt an der Reinkarnation, das ist klar. Ja, das heißt,
der Mensch erschafft sich ein neues Leben, ja, und darin ist eingespeist, ich will es mal so nennen, darin ist eingespeist, das, was an Erfahrungen zu machen ist, als Ausgleich für die Werke, Taten, Gedanken, die in die Welt gesetzt worden sind, in der Seelenvergangenheit. Ich drücke es mal aus, drücke ich so etwas allgemeiner aus. Und ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass das Horoskop einfach nur Karma ist. Ich glaube, das wäre zu eng. Ich hoffe, das ist auch da deutlich geworden in meinem Vortrag, dass der Mensch, das ist auch ein schöpferischer Akt, also ich verstehe das auch als ein schöpferischer Akt, ja, dass der Mensch sich selbst sozusagen leiblich erschafft. Und das heißt, es ist nicht einfach nur mich in einem mechanistischen Sinne eine Folge von früheren Taten, ja, sondern es ist gleichzeitig auch ein schöpferischer Prozess, ja, der aber das mit beinhaltet. Der schöpferische Prozess während des Lebens, in der Verwirklichung des Geburtshoroskopes, oder wie meintest du das? Ja, und in der, gut, es, klar, ich spreche jetzt von Vorstellungen, ne? Ja. Das sind jetzt Vorstellungen, das sind auch nicht die Menschen, ja? Aber ich stelle mir das so vor, dass die Seele, also es gibt Gesetzmäßigkeiten, ja. Wenn ich in einen Bewusstseinszustand komme, wo ich diese Gesetzmäßigkeiten voll und ganz verstehe und erblicke und ein Teil davon bin, dann wird es ja zu meinem schöpferischen Akt, gehört es dazu, dass es im Einklang ist mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Da sind wir in diesem Bereich, wo Atman gleich Brahman ist. Das ist natürlich ein Paradoxon. Das ist, wenn wir mit diesen Dingen sprechen, kommen wir immer in diese Paradoxie natürlich auch. Ja. Das Einzelindividuum ist ja auf, da scheint es eine Ebene zu geben, wo das Einzelindividuum nicht mehr so Einzelindividuum ist, das heißt, ja, sondern vernetzt ist halt tatsächlich. Das heißt, derjenige, der mir im Leben begegnet, ist ja auf einer Ebene offenbar doch auch ich selbst. Ja? Ich liebe den Nächsten wie mich selbst, ja? Weil er ja nicht wirklich getrennt ist von mir selbst. Ja? Das heißt, zu diesem Leben, was da erschaffen wird, also oder anders gesagt, dass wir Konsequenzen erleben von dem, was wir bewirkt haben, ja? Gehört eben zu unserer Schöpfung. Und das ist nicht einfach nur eine mechanische Abfolge, ja, sondern es ist etwas, wo wir immer schöpferisch mit dabei sind und erkennen und wachsen können dabei. Und wo auch eine Absicht drin ist. Also es ist nicht einfach nur, ich bin Opfer einer, ich bin auch nicht schuld, übrigens. Ja. Also dieser Schuldbegriff finde ich irre. Der Karma-Gedanke muss den mit Schuld zu belegen, mit dem Wort Schuld, finde ich auch problematisch, weil warum Schuld? Wenn ich ein Glas Wasser nehme und ich lasse es runterfallen, ja, oder strafe, ja, dann würde ich nie auf die Idee kommen, dass Gott mich bestraft hat, indem das Glas kaputt gegangen ist. Das ist eine Konsequenz davon. Ja, und okay, das ist meine Verantwortung. Du warst ursächlich für das kaputte Glas. Du bist für Schuld. Aber in dem Begriff der Schuld ist da wieder so ein... Das Verurteilen ist diese Schuld. Verantwortung ist besser als Schuld. Verantwortung ist immer besser als Schuld. Also dieser Begriff Schuld, das ist doch was, das kommt eben aus unserer christlich-kirchlichen Vergangenheit. Unter anderem, nicht nur. Nicht nur. Also die Inder sprechen auch von Schuld. Genau. Die meinen hier aber anders. Ja. Also ich habe in Kambodscha Leute, die Rote Meer-Geschichte miterlebt haben, die haben gesagt, was muss ich früher in meinem Leben für schreckliche Sachen verbracht haben, dass ich hier in dieser Zeit wiedergeboren wurde. Ja, ja. Also was ist das eigentlich? Und das ist wirklich auch schon tiefer in der Hand. Aber gibt es da nicht auch diesen Begriff des Dharma? Also das ist, ja, soweit ich mich erinnere, irgendwie so eine Fortsetzung oder eine andere Ebene von Karma.
im Sinne von dieses Karma als eine Aufgabe anzunehmen, die Entwicklung beinhaltet. Irgendwie so, oder? Die Lehre, aber ja, damals, die, ja, das im Buddhismus ist die Lehre, aber im Hinduismus einfach, das ist tatsächlich der Kosmos. In allen seiner Vielheit, die Einheit in der Vielheit sozusagen. Mhm. Das Karma ist sozusagen immer etwas, was, also es gibt sozusagen diesen individuellen Impuls innerhalb dieses Dharma, der immer zur Individualisierung strebt, aber dann durch das Karma wieder zurückgeführt wird zur Einheit. Ja? Ja. Und alles hat dann so seinen Platz. Naja, und das ist aber alles auch, das ist ja wieder die Transzendenz, also ja. Für die einzelne Person, sich zu diesem Dharma hin zu entwickeln sozusagen und das Ganze anzunehmen. Dharma bedeutet auch, das Dharma spricht immer auch genau den schöpferischen und Teil des Menschen an, weil das Dharma heißt, es gibt immer eine Aufforderung, in meinem Leben, ja, etwas zu erfüllen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich ein Kind habe, gibt es eine Aufforderung sozusagen, dieses Kind zu erziehen. Ja. Vater zu diesem Kind zu sein, ja, zum Beispiel. Das wäre das Dharma, ja. Dass ich ein Kind gekriegt habe, mag Karma sein. Ja. Genau. Oder, das, aber darin steht eine Aufgabe. Darin steht eine Aufgabe und das wäre das Dharma. Ja, ein Vater oder ein guter Vater zu sein. Genau, das heißt, dann eine da ist mein eigener freier Wille und meine Schöpferkraft sozusagen angesprochen. Ja. Also Dharma heißt Weltgesetz. Und es meint sowohl Naturgesetze als auch die Gesetze des Karma, den ich mich im Grunde, das ist auch so gedacht, fühlen muss. Das System ja auch in Indien. Wenn man gesagt hat, da ist jemand reingeboren und der muss durch sein Karma durch, durch diese Kaste durch, damit er wieder sozusagen in das Gesamtgefühl eingefügt werden kann. Ja? Also es ist schon viel stringenter. Meine Sinnbegeisterung ist hier groß, aber wenn man mal genauer hinguckt, ist das so weit gesteckt von diesen Begriffen, die auch gerade durch die Theologie jetzt geprägt sind. Gut, wir haben jetzt noch eine Frage. Ja, ich weiß nicht, ob wir die noch aufmachen, das ist meine Frage von vorhin. Was ist eigentlich die gute Tat? Weil du hast gerade gesagt, ein guter Vater sein. Verdammt. Da ist es wieder. Da ist es wieder, ja. Was ist eigentlich, auf der Folie meine ich ja, Karma ist eine Handlung. Das kann nicht stimmen. Weite das jetzt mal aus, ich glaube, der Strand hat mich, aber dann wirst du vom Karma befreit. Ja, oder so ähnlich. Ja. So ist es oft, also so begegnet es mir auch immer wieder, wenn Leute mit mir sprechen und sagen, naja, du musst nur Gutes tun. Und dann opfern diese Gedanken der Gnade muss auch. Also was ist eigentlich mit guter Tat? Du bist ein Gute, du hast eine gute Tat, tust du dann, wenn du das tust, was du nach deinem besten Wissen und Gewissen, jetzt und hier, so wie du bist, tust. Also ich glaube, da werden häufig Bilder gebraucht, wie ein Fluss, man treibt in einem Fluss, das ist das Karma. Und wenn man sozusagen die Strömung des Flusses richtig zu erspüren weiß, treibt man einfach mit, dann trägt einen das Karma. Ja, und je besser man das kann, desto weniger muss man steuern. Ja. Also das ist das so ein Ausdruck für das, war eine meine Frage, wenn man Erkenntnisse sammelt über Astrologie oder über andere Dinge, wie bin ich eigentlich zumindest in diesem Leben gemeint? Was habe ich für einen Auftrag oder eine Absicht mir vorgenommen? Also wenn ich mein Selbst ausdrücke, ist das dann das, was getan werden muss und das, was dann der Fluss ist? Und das ist die gute Handlung. Ja. Okay. Ja. Super. Wunderbar. Let's go. Ja. Schönen Dank. 5 Minuten einmal kurz Luft holen und nicht reinlassen, sondern Luft reinlassen. So, und dann machen wir weiter.